Einen flauschigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch 6 Dinge, die ihr über Griefer Games noch nicht wusstet. Zumindest hoffe ich's. Als erstes müssen wir auf City Build 7 dafür und dann erstellen wir uns hier einfach mal testweise einen Plot dafür. Im Normalfall ist es ja so, dass oben eben hier Gras ist, ganz logisch, und darunter eben grobe Erde. Auf City Build 7, das ist der einzige CB, wo das nicht so ist. Egal wie weit wir uns runterbauen, wir bekommen immer die ganz normale Erde. Das ist auch der Grund, warum es spezielle Farms eben nur aus City Build 7 gibt, weil man eben hier ausnahmsweise mal die normale Erde statt grobe Erde hat. Darauf bin ich auch heute erst wieder gekommen, als ich beim Adventure Run eine Aufgabe hatte, wo ich 10.000 Erde abbauen musste. Für solche Aufgaben lohnt sich mal eben auf City Build 7 eben deinen Plot zu machen. Nummer 2, ich schalte mal die Hotbar ein und ihr seht es bereits, ich habe ein 64er Stack Enderperlen in meinem Inventar. Manche werden daran jetzt nichts Ungewöhnliches dran finden, aber ihr müsst wissen, Enderperlen, Schneebälle, Schilder sogar auch, können maximal 16 mal gestackt werden und nicht 64 mal wie jeder andere normale Block. Das Ganze können wir natürlich auch bis 64 in ganz verschiedenen Formen machen, zum Beispiel 37 mal, und hierüber kommt eben die Item-Komprimierung ins Spiel. Denn nehmen wir diesen 37er Stack und platzieren ihn einfach mal so und so, dann können wir ihn nicht mehr zurückstacken. Wenn wir jetzt aber in die Item-Komprimierung gehen und hier haben wir die Enderperlen, dann klicken wir einfach auf alles herstellen und haben eben dann diesen 37er oder 64er Stack. So lässt sich einfach Platz sparen und ist auch ein nettes Feature, was auch nicht jeder weiß. Punkt Nummer 3, wenn wir zu slash warp statt oder slash warp orbs gehen, eben, ja, orbs, denke ich mal, nutzen die meisten, steht ja im Chat, dass Fliegen in den Farmwelten deaktiviert ist. Steht bei mir zum Beispiel gerade nicht drin, aus dem einfachen Grund, dass gerade kein Fly aktiviert war. Aber da geht man ja eigentlich von aus, dass, wo wir hier sind, eine Farmwelt ist und dass ringsherum ja eigentlich alles abbaubar ist. Das ist aber nicht so. Dummerweise ist die komplette Stadt oder diese Welt halt hier mit Barrieren umrandet. Und da würde man jetzt im Normalfall nicht durchkommen. Und wenn wir hier mit Enderperlen versuchen durchzukommen, schlägt das leider auch fehl. Aber es gibt da einen Trick. Und zwar, wenn man sich etwas, ja, weiter zurückstellt und jetzt mit Enderperlen eben spammt, dann backt man hier eben drum. Das ist jetzt natürlich etwas experimentierfreudig. Und ich habe es geschafft. Ich bin hinter die Barrieremauer gerade gekommen. Und da sehen wir auch schon, hier ist Flachland eben. Jetzt können wir eben außerhalb rumrennen, aber abbauen können wir hier immer noch nichts. Das sind so eher zwei Fakten in einem. Erstmal, wie man überhaupt dahinter kommt. Und zweitens, dass dieses Fliegen ist in der Farmwelt deaktiviert. Das bisschen dieser Satz etwas keinen Sinn macht, weil es hier sowieso keine Farmwelt ist. Punkt Nummer 4. Den Comment werden jetzt auch wahrscheinlich nur die älteren Spieler kennen. Und zwar mit slash Trails kommen wir in ein Menü, was früher auch noch mehr im Shop beworben wurde. Hier haben wir zum Beispiel Partikeleffekte, Flügelkonfigurator, Regenpartikeleffekte oder Blockpartikeleffekte. Hier kann man sich zum Beispiel Flügel machen, Schmetterlinge blau und weiß. Und dann hat man eben hier Flügel mit den sogenannten Farben. Es gibt jedoch einen Trick, dieses Menü ohne den Common zu öffnen. Das einzige, was ihr dafür braucht, ist eine stinknormale Truhe. Die packt ihr dann einfach hier in den Amboss und nennt sie zu Typ Wählen aus. Das müsste man am besten auch noch richtig schreiben. Dann klatscht man die einfach irgendwo hin und dann nutzt man diesen Slot hier unten, also die dritte Reihe, der siebte Slot, und kommt dann eben zu den Regenpartikeleffekten und kommt dann eben zum Menü zurück. Ich habe auch versucht, hier steht auch dieses Typ Wählen. Wir waren jetzt bei den Regenpartikeleffekten drin. Ich habe auch versucht, die anderen Menüs
über den Amboss so zu erreichen. Das Ganze funktioniert aber nur über das Typ Wählen umbenennen. Und das Ganze können wir natürlich auch nutzen, damit ihr es mal seht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Partikel Redstone oder was auch immer ich gerade angeklickt habe. Und ihr seht schon, das Ganze funktioniert. Wir können das auch wieder hier einfach entfernen und schon hören die ganzen Partikel auf. Kleiner Fun Fact am Rande, es gab früher noch ein Menü von so einer Art. Das Ganze wurde aber von Griefer Games früher entfernt. Und von so einer Truhe, von so einem Guy-Menü habe ich sogar noch eine Truhe. Aber da dieses Plugin entfernt wurde, ist diese Truhe, ich weiß nicht, ob es die nochmal ein zweites Mal auf Griefer Games gibt, aber die steht tatsächlich bei mir in der Hütte. Ich werde diese jetzt mal öffnen. Die ist einfach nicht zu öffnen. Es hört sich so an, aber sie öffnet sich tatsächlich nicht. Das liegt daran, dass es auch so ein Menü war, wie wir es gerade erstellt haben, aber das Plugin wurde früher von Griefer Games eben dann später runtergenommen. Und so hat man hier eben so eine kleine Backkiste. Punkt Nummer 5. Dieses Plot hier, worauf ich stehe, wurde mir mal geschenkt und mir ist hier letztens etwas aufgefallen. Dieses Plot ist an sich ganz stinknormal, aber es hat eine Flag, von der die meisten nicht mal wissen, dass sie existiert. Und das ist auch gar nicht mal so schlimm, weil diese Flag, die kann man aktivieren und deaktivieren. Sie bringt keinen wirklichen Nutzen. Wenn wir mal PI machen, dann sehen wir hier eine Flag, die heißt Description. Cooler scamfreier Shop. Das Ganze wurde mir hier mal geschenkt, deswegen das habe nicht ich geschrieben. Aber wenn wir jetzt mal tatsächlich versuchen, diese Flag eben auf dieses Plot oder eben auf ein anderes Plot zu erstellen, dann bekommen wir hier nämlich gleich eine Error-Message, wenn wir P-Flag set Description und dann schreiben wir einfach mal, hey, dann wird uns gesagt, wir können das nicht tun. Es gibt aber von Griefer Games, warum auch immer, fragt mich nicht, warum es so geregelt wurde. Wenn wir jetzt mal dieses Flag set einfach weglassen, dann wurde die Grundstücksbeschreibung eben gesetzt. Dann gehen wir einfach über PI und sehen hier eine Description, hey, es ist halt eine Plotbeschreibung, aber diese Flag, die ist irgendwie sinnlos, aber sie existiert trotzdem. Punkt Nummer 6. Wir möchten diese Flag eben wieder deaktivieren. Deswegen geben wir einfach pflag ein und jetzt sehen wir da set remove add list info. Der einzige Befehl, der gut aussieht zum Entfernen, ist remove und dann setzen wir einfach mal description eben so. Dann sagt er uns, wir haben keine Berechtigung, diese Flag zu entfernen. An sich geht das wieder mit P-Description, dann ist der ganze Spaß wieder weg. Aber diese PvP-Flag, wie bekommen wir die denn wieder weg? Wenn wir mal PvP eingeben, es wird uns immer gesagt, wir haben keine Berechtigung, diesen Befehl auszuführen. Ich habe keine Ahnung, es gibt einen Befehl von Griefer Games, wieder eine Extrawurst. Ich habe keine Ahnung, warum dieser Befehl eben nicht zulässig ist, wir keine Berechtigung dafür haben, aber wir können mit diesem Befehl keine Flags von unserem Plot entfernen. Ihr könnt das gerne mal bei euch in-game ausprobieren, aber ihr werdet es nicht schaffen. Bedeutet, wenn wir jetzt eine Flag setzen, wir bekommen die nie wieder los. Zumindest nicht mit diesem Befehl. Mit slash remove flags können wir das Ganze eben wieder entfernen. Jetzt bräuchten wir natürlich logischerweise eine Flag, die ja aktiviert ist. Aber was auch interessant ist, diese PvP-Flag, die bekommt ihr, so wie ich das hier mal annehme, nie wieder los. So eine Description Flag, die könnt ihr einfach entfernen. Aber PvP oder so ein Spaß kriegt ihr einfach nie wieder los. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht zulässig ist. Vielleicht wegen Bugs, aber genauen Grund weiß ich auch nicht. Wie viele Punkte von denen kanntet ihr noch nicht? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Für mehr Griefer Games Content solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. Lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Joint auch gerne mal im Discord, erster Link in der Beschreibung. Ansonsten sehen wir uns zu einem weiteren Video nächsten Dienstag um 17 Uhr. Haut rein und ciao, Leute.